So, Bodo, es geht los. Noch 2 Minuten. Alles klar. Seid ihr soweit? Ja, das stimmt. Dann fahre ich jetzt da. So, 100. Du hast hier ein Mikrofon in der rechten Hosentasche. Dieses Theater hier, das ist die Kulisse für den Bodo-Film. Wir haben quasi alle Orte in diesem Theater bis auf den Theatersaal selbst benutzt. Das Foyer, in dem wir uns hier gerade befinden, die Gänge, den Hinterhof. Und an all diesen Orten müssen wir Dinge nachdrehen, weil wir nicht alles geschafft haben beim letzten Mal. Alle Szenen, die sich in einem Theater so abspielen, unabhängig vom Saal, Foyer, Leute warten darauf, dass es losgeht, all das spielt hier, während im Studio wir einen fiktiven Theatersaal gebaut haben, der auch bedeutend größer ist als das, was in diesem Theater möglich wäre. In diesem Theatersaal, den wir dann extra gebaut haben, haben wir gefilmt, weil wir mit dem Film, der ja zu Bodos Was-wenn-doch-Programm gehört, einen Raum aufmachen wollten, der Möglichkeiten bietet. Also der auch visuell Möglichkeiten bietet und eine Weite, in der diese Möglichkeiten Potenzial haben. Und das lässt sich natürlich nicht in so einem kleinen Theatersaal, wie wir ihn hier im Monsuntheater gehabt hätten, realisieren, sondern wir mussten dazu in das größte Studio von Studio Hamburg gehen, in die größte Halle und dort diesen Raum erfinden. Es ging uns diesmal auch darum, dass man nicht mitbekommt, dass die Sache überhaupt gefilmt wurde. Also es war uns sehr wichtig, die Kameras alle verstecken zu können, dass man die nicht sieht, um auch da die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass wir uns eben bei Bodo in einem Wohnzimmer befinden. Und auch dafür musste der Saal groß genug sein. Ich bin in der Stadt unterwegs mit dem 16er-Bus. Jetzt kommt gleich die Haltestelle, wo ich aussteigen muss. Wohl nicht als einziger, denn es strahlt schon wie bestellt. Vor mir hell die Leuchtanzeige, Wagen hält. Und trotzdem drück ich ganz bewusst immer noch mal auf den Knopf. Da können wir eben auch machen, was wir wollen, um Bodos Botschaften zu unterstreichen. Wir sind also nicht mehr daran gebunden, dass er in Anführungsstrichen nur seine Lieder performt und das Publikum darauf reagiert, sondern wir können in diesem Raum Dinge stattfinden lassen, die ansonsten nicht möglich sind. Da kann eben ganz plötzlich einfach eine Band um die Ecke kommen für 5 Takte, um Bodo zu begleiten und dann wieder weg sein. Hier steht er vor dir, ein wirklich schier hochmotivierter Kavalier am Klavier. Oh, das mache ich mit Plaisir. Und auch für dich marschieren. Ich bin nicht noch der Kavalier, ich bin die Kavalier-Kavallerie. Auf Französisch, Tousselage, avec plaisir. C'est mon portrait, ma chérie, je ne suis pas seulement la Kavalier. Oder da sitzt Bodo am Klavier und spielt ein Lied für sich mitten im Konzert und plötzlich ist das Publikum verschwunden. Und er singt sich selbst dieses Lied vor. Das heißt, wir können eben ganz anders mit Bodo und seinen Liedern und mit dem, was er uns mitteilen will, arbeiten. Sag mal, ist irgendwas? Nee. Ach komm, ich merk doch, dass da irgendwas ist. Was macht der Clown, wenn er mal keine Lust hat, jeden Tag aufs Neue den Deppen zu markieren? Weil er zu Hause zum Beispiel gerade Frust hat. Das kann nicht nur uns, nein, das kann selbst dem Clown mal passieren. Doch ein wahrer Clown kann man trotzdem lustig sein. Denn in der Manege zählt allein der schöne Schein. Er würde zwar manchmal statt zu lachen lieber weinen, aber nein, er muss lustig sein. Es gibt ein großes Interesse daran, den echten, den wahren Bodo, den Bodo neben dem Bühnenbodo kennenzulernen. Das ist Decke, ja. Wir wollen ja eigentlich den Schatten. Mach doch mal einen 18er rein erstmal. Noch mehr? Jetzt haben wir Bodo also in diesen 2 verschiedenen Welten. Wir zeigen ihn auch außerhalb des Konzertsaals. Und man könnte meinen, jetzt wären wir so richtig nah dran an Bodo. Natürlich wollen wir das auch sein. Wir wollen sehr intensiv von ihm erzählen. Ich glaube aber, und das ist zumindest unsere Idee, dass man dadurch am Ende nur noch mal deutlicher spürt, dass die Frage schon eigentlich nicht zu beantworten ist, was ist der wahre Bodo? Also sind wir ihm wirklich nah, wenn wir ihn privat sehen, wenn wir ihn außerhalb des Konzertes sehen? Wer ist Bodo überhaupt? Wir kamen auf die Idee, weil das
was ist, was oft gefragt wird, was ein großes Interesse weckt, wenn Bodo auf Facebook gezeigt wird, wie er da im T-Shirt oder im Pulli rumhängt oder scheinbar private Dinge tut. Und ich vermute, dass letztendlich jeder Bodo nur so kennenlernen kann, wie er in Beziehung zu Bodo steht. Auch ich kenne Bodo anders als jeder andere bei uns in unserem Umfeld. Bodos Eltern kennen Bodo anders, als ich ihn kenne. Und manche kennen auch Seiten von Bodo, die wiederum andere niemals kennenlernen werden. Und selbst wenn sie ganz enge, vertraute Freunde sind. Und um das zu zeigen, da einmal deutlich zu machen, diese Trennung von Bühnenbodo und echtem Bodo, die ist genauso erfunden wie jede andere Kategorisierung von Personen überhaupt. Das ist mit eine Idee von dem Film. Filmst du gerade ein Making-of? Ja. N10, 6 und 2, die erste. Los. Latte, Räubersch, Vanille, Hibiskus, Himbeer, Johannisbeer. Hören Sie auf, ich kann nicht mehr. Junge Frau, ich weiß es auch nicht so genau. Die Kakaotasse hatten wir uns eigentlich ausgedacht als eines der Elemente, das eine Verbindung herstellt. Bodo bekommt in einer Szene in der Pause den Kakao in die Hand gedrückt und trägt ihn mit auf die Bühne, stellt ihn dort an sein Klavier unten, wo normalerweise seine Wassergläser stehen, und trinkt dann während der Aufführung auch immer mal daraus. Als eben ein Element, was zeigt hier, es findet schon in derselben irgendwie Realität statt. Leider war im Studio, als wir aus der tatsächlich dort echten Pause kamen und also alle Zuschauer wieder in dem gebauten Theatersaal saßen, keine Kakaotasse aufzufinden. Die war nämlich auf der Probebühne geblieben, weswegen wir dann ohne Kakaotasse weitermachen mussten. Es hat mich aber leider doch sehr gewurmt. Und zum Glück waren wir später am Ende in der Lage, überhaupt noch eine Tasse aufzutreiben, die eine Kakaotasse simulieren konnte. Und dann haben wir zumindest einen Auftritt von Bodo in diesem Saal mit einer Kakaotasse inszeniert, die ihm dann aber von seinem aufmerksamen Inspizienten, der hinterhergelaufen kommt und eben bemerkt hat, dass Bodo fälschlicherweise mit Kakaotasse auf die Bühne gelaufen kam, wieder abgenommen wurde. Da auch da die Zeit leider sehr knapp war, wie wir schon erzählt haben, haben wir einen Ransprung, eine nähere Einstellung von dieser Übergabe nicht gemacht. Und die werden wir jetzt nochmal nachholen. Ich hatte ja noch die Tasse. Gib mir mal die Tasse. Ja, vielen Dank. Schlussendlich ist das ein Jonglieren mit diesen verschiedenen Erzählelementen und Stilelementen, die wir da eingeführt haben. Und die Herausforderung ist die, am Ende dann einen konsistenten Film zu erzählen. Aber das ist halt das Kunstwerk und das Schaffen auf dem Weg dahin. Es kann uns auseinanderfliegen, das ist uns total bewusst. Und Glas, super, super gut. Es kann auch total gut zusammenkommen und da wollen wir natürlich hin. Das Risiko ist das, was die Freude an der Arbeit ausmacht. Gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Danke sehr. Schönen Feierabend. Danke. Ciao. Ciao. Ja. Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie. Naive Hirngespinste, reine Utopie. Wenn alle täten, was sie lieben, wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann ja gar nicht klappen. Was wenn doch? Was wenn doch?